Herzlich willkommen in der Akademie der Künste zu einem Einblick in die Geschichte, die Hintergründe und die Perspektiven des Deutschen Städtebaupreises. Der Preis hat eine lange Tradition. Er feierte 2020 sein 40-jähriges Bestehen. Ausgezeichnet werden besonders herausragende Projekte, die aktuelle und künftige Herausforderungen des Städtebaus adressieren und dabei gleichermaßen ökonomische, ökologische, soziale und gesellschaftliche Aspekte berücksichtigen. Der Preis versteht sich als Seismograf städtebaulicher Entwicklungen und wird seit 2006 von der Wüstenrot-Stiftung gefördert. Ich bin Christina Simon-Philipp, Architektin und Stadtplanerin und durfte 2020 den Vorsitz der Jury übernehmen. Ständiger Gast war über viele Jahre Professor Werner Dort. Unter dem Titel Städtebau Revisited – Preise, Praxis, Perspektiven widmete sich der Sonderpreis des Deutschen Städtebaupreises 2020 Projekten, die zwischen 1980 und 2010 mit Auszeichnungen oder Preisen gewürdigt wurden. Doch dazu mehr von Werner Dort, der den Preis von Beginn an mit Interesse begleitet und über Jahre kuratiert hat. Ja, seit 40 Jahren gibt es diesen Preis, 1980 gegründet, nach einem Jahrzehnt wachsender öffentlicher Kritik am Zustand der Städte in Deutschland, in Reaktion auf Mieterproteste und Hausbesetzungen. Ab 1971 wanderte die Ausstellung Profitopolis durch die Städte der Bundesrepublik und zog mit ihren großen Fototafeln Tausende von Besuchern an. Schlagworte wie die Unwirtlichkeit unserer Städte, Verlust der Urbanität, Stadtzerstörung und Landschaftszersiedlung feuerten die Proteste an, mit breiter Resonanz in den Medien. Vor diesem Hintergrund stiftete 1980 die Bank für Gemeinwirtschaft, damals als die Bank der Gewerkschaften bekannt, einen Preis, der durch Auszeichnungen besonders gelungener Projekte der Stadtplanung zukunftsweisende Impulse geben sollte. Anders als bei üblichen Architekturpreisen sollte es hier nicht um die Bewertung hervorragender Einzelbauten gehen, sondern um die Frage nach dem Beitrag städtebaulicher Projekte zur Lebensqualität einer Stadt im täglichen Erleben und Gebrauch der Bewohner. Die Alltagstauglichkeit sollte Maßstab der Bewertung sein. Ein hoher Anspruch, zu dem ein besonderes Verfahren erfunden werden musste. Diese Aufgabe übernahm im Auftrag der Bank der Publizist Ulrich Konrads, zuvor bereits als Autor an der Ausstellung Profitopolis beteiligt. Konrads war Chefredakteur des Wochenblatts Bauwelt, gleichzeitig Herausgeber der Fachbuchreihe Bauwelt Fundamente und der Stadtbauwelt, ein zentrales Forum für Debatten zur Zukunft der Städte. Schon im ersten Anlauf schuf Konrads die Regeln für die Arbeit der Jury, die sich unter seiner Regie über 2 Jahrzehnte bewährten und bis heute gelten. Erste Prämisse war die interdisziplinäre Besetzung der Jury, um Aspekte der Architektur und Stadtplanung, Denkmalpflege und Freiraumgestaltung, Ökonomie und Politik kompetent prüfen und bewerten zu können. Zweitens, das Rotationsprinzip, jedes Mitglied darf nur 3-mal dabei sein, kann aber die Nachfolge vorschlagen. Entscheidend für die abschließende Bewertung der Jury ist drittens die Prüfung ausgewählter Projekte vor Ort. Nach Eingrenzung der engeren Wahl werden die Beiträge aufgeteilt und die Orte besucht. Die Reiseberichte sind Grundlage der vergleichenden Wertung, in der über Preise, Auszeichnungen und Belobigungen entschieden wird. Seit 2006 wird der Preis alle 2 Jahre von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung ausgelobt. Seitdem fördert die Wüstenrot-Stiftung nicht nur den Preis, sondern auch Fachkolloquien zu jeder Preisverleihung und deren Dokumentation. Durch diese Bücher und Wanderausstellungen durch Rathäuser, Hochschulen und Universitäten wird ein breites Publikum erreicht, um Städtebau
als Gemeinschaftsaufgabe im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Mit dem Deutschen Städtebaupreis sollen auch in Zukunft innovative, nachhaltige Projekte ausgezeichnet werden, die einen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden leisten. Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung möchte mit dem Preis Praxis und Perspektiven abbilden. Das Spektrum der eingereichten Projekte ist bemerkenswert breit, räumlich, geografisch und auch inhaltlich. Vom kleinen städtebaulichen Implantat in einer kleinen Kommune bis hin zu einem großen Stadtumbauprojekt in der Metropole. Guter Städtebau ist keine Momentaufnahme. Er hat den Anspruch, langfristig gut zu sein. Er altert, gewinnt Patina, lässt auch Veränderungen zu, ohne aber seinen Prinzipien untreu zu werden. Und das trifft auch auf den Deutschen Städtebaupreis zu. Mit seinem ganzheitlichen Anspruch fordert der Deutsche Städtebaupreis alle Beteiligten, Bauherren, Planerinnen und Planer, Architektinnen und Architekten heraus, kooperativ zusammenzuarbeiten, an der jeweils besten Lösung zu feilen und diese dann auch in die Realisierung zu bringen. Und damit, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, nicht nur den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden, sondern diese auch mit zu gestalten. Der Deutsche Städtebaupreis soll auch in Zukunft unter Schirmherrschaft des Städtetags von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung ausgelobt und von der Wüstenrot-Stiftung unterstützt zu den wichtigsten bundesweiten Wettbewerben zählen. Musik